Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und heute geht es unter anderem um dieses Set hier, Picknick. Ist das echtes Lego? Das ist die Frage. Und wir werden hier hinten am Berg weiterarbeiten, alles schön begrünen, einen weiteren Transrapid-Pfeiler und eine weitere Schiene hier einfügen. Das ist das Ziel für heute. Aber jetzt geht es erstmal hier drum. Ja, Picknick habe ich von meiner Frau im letzten Urlaub geschenkt bekommen. Schönen Dank dafür erstmal. Ich verlinke euch auch mal meine Frau. Seht da so ein bisschen was Privates. Und ja, schönen Dank dafür. Ich dachte erst, Lego, wieso Lego? Dann habe ich die Beutel mal ausgepackt und habe dann geguckt. Und wenn, das zeige ich euch gleich mal. Wahnsinn, es steht tatsächlich Lego drauf. Und das sind so 1,40 Meter breite Elektrokarren. Da könnt ihr irgendwie online einkaufen und dann bringen die euch das Zeug nach Hause. Fand ich irgendwie sensationell. Ich baue es mal auf. Ich versuche das jetzt mal ganz nah einzufangen. Ich hoffe, dass der Fokus gut mitspielt. Und dann seht ihr auch schon Lego. Man sieht, wie es sich spiegelt. Ja, und selbst auch die Lego-Mini-Figur. Das ist eine echte. Ist so. Bauen wir das ganze Ding mal eben ganz schnell auf. Also ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert, dass es echtes Lego ist. Finde ich einfach sensationell. Und aus dem Grunde kommt das Ding auch in die Stadt rein. Ja, wir müssen ja irgendwie auch alle beliefert werden in der Stadt. Sei es drum, egal wer es ist. Ja, hier mal aus einer Position und hier auch gleich aus der anderen Position einmal. Meine Güte, ich denke manchmal, die Steine werden gar nicht weniger. Ist doch einiges zu klemmen, aber dieser Aufdruck hinten, ja, dieses Picknick, das ist total genial genau gedruckt. Das kann ich euch versprechen. Da ist keine Naht zu sehen, nichts. Wirklich echt klasse. Ja, mir gefällt das ganze Modell soweit. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und schon geht es hier hinten in dieser Ecke weiter. Wie versprochen, werden wir den Berg hier ein bisschen verhübschern mit den verschiedensten grünen Teilen, ob es Blütenblätter sind oder kleine Stängel. Nicht so viele andere Farben möchte ich reinbringen, in erster Linie tatsächlich nur das Grün. Ja, und aus dieser Position werden wir noch ein paar helle Teile einsetzen, in hellerem, in Bright Green. Und dann kommen noch ein paar Grasstängel drauf und so andere Dinge. Ja, und ich glaube, wichtig ist, dass jede Noppe entweder mit Grün oder mit einem Slope irgendwie dann belegt ist. Los geht's hier mit der Schiene selbst. Ihr seht, es besteht aus wahnsinnig vielen Teilen. Hatte auch hier gerade schon mal ein bisschen vorbereitet. Dann muss ich hier diese umgedrehten, ja, gerundeten Slopes hier aufbringen. Das sind alles einmal Zweierteile. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Also so eine Schiene besteht aus richtig vielen Teilen. Ich wollte es euch nur noch mal einmal erzählen. Man kann das Ganze auch erst gar nicht mit Bricks bauen, weil es gar nicht die Höhe erlaubt. Und von daher muss ich es aus Plates bauen. Und durch die verschiedenen Lagen wird es auf jeden Fall richtig stabil werden. Und ihr seht, ja, jetzt muss das Ganze natürlich auch noch gefliest werden. Und da habe ich hier ganz viele 1x4 Teils, die ich dafür benutze. Und ich werde auch keine anderen Farben in die Schiene einbringen. Denn ich denke, alles in Grau zu halten, ist schon ganz sinnvoll an der Stelle. Man wird auch gar nicht viel bunte Steine verbauen können. Das kommt noch hinzu. Ja, 34 Noppenlänge eine Schiene. Unglaublich. Weiter geht es hier mit der Stütze, die ich jetzt hier gerade mache. Ja, in erster Linie benutze ich da die gewinkelten Steine, die 2x2 als Ecke. Und dann setze ich hinterher einfach diese 1x2 Steine rein, die diese Nuta in der Mitte haben. Und ja, daraus besteht die Schiene, aus mehr eigentlich gar nicht. Aber ich denke, das gibt so dem Original, kommt das so ein bisschen nah. So, und dann geht es natürlich an dieses blöde Knickgelenk da oben. Ja, sonst kriegen wir den V-Winkel ja gar nicht hin für die Schiene. Es ist eine Fuckelarbeit jedes Mal aufs Erneute, aber es sieht gut aus. Kommen wir zu dem, was ja nun mal noch fehlt. Ja, das Fundament. Und das machen wir natürlich genauso wie das andere auch. Deshalb liegt das andere davor, damit ich mir das einfach ein bisschen abgucke. Viele kleine Farbnuancen sind natürlich hier auch wieder drin. In Dark Blue Grey, in Dunkelgrau, in hellem Tan, im dunklen Tan. Also muss einfach sein. Und ich denke mal, wenn das ja sowieso im Wasser steht, bietet sich das ja auch an mit den Farbnuancen. Jetzt nehme ich als erstes den Dummy hier wieder raus und werde das Inlay des Fundaments und das Fundament selber hier einsetzen.
Ja, das muss natürlich alles schön stramm sitzen, das ist ganz klar. Nochmal links kontrollieren auf jeden Fall, bevor der Pfeiler hier auch da reinkommt. Der sitzt ein bisschen unter Spannung, aber wenn er drin ist, springt er wieder dahin zurück, wo es sein muss. Ja, anschließend noch die Schiene links oben festjustieren, auf der rechten Seite natürlich das Ganze auch. Und dann sitzt das Ganze eigentlich auch schon relativ stabil. Was heißt relativ? Es ist stabil. Das Ganze wird jetzt noch justiert mit den kleinen 1x2 Plates hier oben und damit ist die Schiene auch fertig. Das ist mal eine Tanzrapidstrecke, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann, finde ich. Ja, Wahnsinn, was wir hier schon haben. Fast 3,30 Meter. Unglaublich. Ja, aber hinten geht es ja demnächst auch bald wieder in den Berg rein. Ja, klasse, klasse Begrünung heute. Viel geschafft, wieder viele Einzelteile gebraucht. Und wenn ich immer so ein bisschen rumfahre, ich glaube, mit der Strecke hier und der Stütze, dem Fundament und der Schiene, ja, das war definitiv genug. Was habe ich auch noch getan? Ja, ich habe hier diese Augen von diesem kleinen LKW weggenommen, habe da erstmal gelbe Lichter dran gemacht. Also nicht, dass ihr denkt, das ist ein Werbevideo jetzt. Nein, ist es definitiv nicht. Ich fand das nur einfach klasse. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, es gibt wie immer viele Optionen natürlich, aber ich habe ja immer schon gesagt, hier hinten an der Wand lang mindestens eine Basebed erstmal gestalten, bevor der Berg anfängt, bevor wir danach hier hinten weitermachen können überall. Also nächste Runde hier, das bedeutet, dass wir wahrscheinlich hier den Felsen ein bisschen weiter hier runterziehen. Hier an der Stelle, wo das Quadrat ist, soll ja auch dann das Stellwerk hin. Mal sehen, ob es in der nächsten Runde wirklich schon klappt. Aber ich denke, wir werden vielleicht auch ein bisschen Basebed hier einfügen müssen. Hier ein bisschen wieder die Gleise gestalten, so Richtung Bahnübergang. Ach, das ist alles so ein bisschen mischi-mischi. Aber gut, muss es manchmal auch geben. Also, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss!